Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem hier, Secret of Mana 2. Ja, letztes Mal haben wir viel zu hart auf die Schnauze bekommen. Und ja. Huch. Ah, jetzt geht's. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte gerade nicht nach links und rechts. Ja, ich lasse das Gebiet erstmal Gebiet sein. Und guck mal nach einem anderen Ort, wo ich hin will. Und zwar Königreich. Siehst du das? Wendel? Nö. Ach Gott. Wenn ich doch mal auskennen würde. Siehst du das? Nie. Die ist ja abgehakt. Ich weiß nicht, bist du das? Der Wunder, den haben wir doch auch schon. Moment. Das hier. Ja, ich will ins Königreich Rolante. Irgendwo hier ist nämlich noch neues Gebiet. Ah, Gipfel des Himmels. Das klingt richtig, aber ich muss erst noch schlafen gehen. Das geht gerade gar nicht. Ich bete für eure Sicherheit. Ja, mach das. Ist mir egal. Vielleicht sollte ich doch erstmal ins Dorf. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Unten ist es. So. Wunderbar. Von daher können wir gleich nach Rolante. Moment. Schlafen, schlafen, schlafen. Da. Doch, ist richtig. Dachte ich es mir doch. Samen haben wir immer noch keine. Ja, komm. Wir haben wieder ganz schön was an Kohle. Ist nicht schlecht. Jo. Elektrastag. Ja, komm, ich speichere nochmal. Ich okay. Der Wunder. Da hatte ich ja einen zweiten Speicherstand angelegt. Der inzwischen wurscht ist. Das geht ja wieder. Ach Gott, der Mondturm. Warum habe ich den eigentlich zuerst gemacht? Das ist einer der schwierigsten. Voll heftig. Hat man an den Gegnern auf jeden Fall gemerkt. Oh, die haben ja richtig den Hintern versohlt. Wow. Das tat furchtbar weh. Level 25, das klingt auf jeden Fall richtig. Ich weiß aber nicht, ob ich das bin. Gitz, lass deinen gelben Wind woanders. So. Ich meine, hier geht es nämlich irgendwo weiter. Wo wir dann tatsächlich zum Gottbiest kommen. Aber hier ist eine Sackgasse. Da kommen wir nirgendwo hin. Tja. Okay, Truhe. Ich kann immer noch nichts Neues zeigen. Sehr schade. Ah, Vorräte. Okay, 7 Schoki. Eigentlich geht's mir noch gut. So wenig Ressourcen haben wir gar nicht. Also nachkaufen muss ich gerade gar nicht. Nö, passt schon. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich trinke mal noch kurz Kaffee. Ah, heiß.
Der ist nämlich noch frisch und lecker. Und solange will ich den noch genießen. Hat sich auch noch keiner beschwert, dass ich während des Let's Plays hier aufnehme. Das ist sowieso nicht. Wow. War mir nicht so? Nein, das war falsch. Aber ich muss sehr weit nach Osten. Ich muss sehr weit nach Osten. Ja, während des Let's Plays aufnehmen ist natürlich eine Schande. Ich habe schon diverse aufnahmefreie Let's Plays gesehen, die waren alle fantastisch. Ich habe noch nichts davon mitbekommen. Nein, während des Let's Plays natürlich einen Schluck trinke, hat sich noch keiner beschwert. Das ist auch gut so. Der kriegt nämlich direkt einen Ban. Das ist mein Kaffee. Ich trinke den, wann ich will. Oh, ist der lecker. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Ah, schön. Nö, ist Kaffee. Kaffee ist gut. Kaffee ist gesund und lecker. Ja, Kaffee ist tatsächlich gar nicht ungesund. Ne? Wie einem das manche Leute glauben machen wollen. Nee, ist nicht ungesund. Gibt's hier überhaupt noch einen anderen Weg? Hier haben wir doch Lufti gefunden. Oben auf dem Gipfel. Stimmt ja. Nee, hier ist kein Weiterkommen. Okay, dann gibt's noch eine andere Möglichkeit. Okay, das ist ein furchtbares Hin und Her. Tut mir leid. Na, macht man nichts dran, ne? So, ich muss einmal nach Volante zurück. Da sind wir nämlich, glaube ich, am schnellsten da, wo ich hin will. Ja. Das war diese lustige Höhle. Wo ganz viele von diesen Windstatuen waren. Da würde ich jetzt gerne noch mal hin. Ja. Ja. Okay. Eieieiei. Okay. Wunderbar. Da sind wir auch schon. Das ist sie doch, ne? Und hier steht direkt ein Wucherkater. Mit nichts Neuem. Nee, natürlich nicht. Ja, wundervoll. Waffen haben sie auch nichts Neues, ne? Chiquita. Ich weiß ja, es ist irgendwie Chiquita oder so, aber ich nenne sie Chiquita. Spricht sie schöner. Korridor, ja. Drückte Knopf hier. Okay. Hier muss es irgendwo weitergehen, Leute. Irgendwo muss es hier weitergehen. Oh, 34 Nadelvögel. Okay, wir sind auf jeden Fall richtig. Du? Magst du nicht? Okay. Ja, die tun auch wieder ein bisschen weh. Guckt euch Hawk an, den hat es spontan zerlegt. Also halt. Aber aushalten tun sie trotzdem nicht viel. Vermöbeln tue ich die auch sehr gut. Also ist das ja nicht. Vorher haben wir ja nicht außer Acht lassen, ja. Hier, die Bonbons, die sind gesund und lecker. So wie mein Kaffee. Letzter Schluck. Mm. So, jetzt störe ich auch keinen mehr damit. Ah, Todesritter. Bring den um, mach den kaputt. Okay, das war schnell.
Wie war das? Ich gehe mal rechts rum. Ah, schön. Ach doch, wir kommen da. Sehr gut. Okay. Ich glaube, hier war auch wieder eine Sackgasse. Ja. Ja gut, sind Erfahrungspunkte, ne? Können wir gerade gut gebrauchen. Wir wollen ja immer noch ein bisschen leveln. Und viel fehlt gar nicht mehr, sehe ich gerade. Dementsprechend, YOLO! Spring euch alle im... Mach euch kaputt! Kaputt mach ich euch! Ungefähr so. Ja, das gibt gut Erfahrung. Sehr schön. Duran hat einfach mal einen Schaden bekommen von irgendwem. Duran geht's gut. Der ist wirklich super tanky. So, kaputt. Dafür gibt er echt viel Erfahrungspunkte dafür, dass er so schnell runtergeht. Und der war mal echt schwieriger. Okay. Ich weiß echt nicht mehr, wo ich lang muss. Also ich bin auf jeden Fall richtig, das weiß ich. Da steht ein, da stehen die Wupperkater. Die Feinde sind deutlich schwerer. Das ist alles richtig. Aber trotzdem weiß ich nicht, wo ich weitergehe. Ich glaube, hier war noch irgendwo was. Na, du nicht. Den muss ich sowieso noch umbauen. Da komme ich nicht weiter. Dann in der Mitte. Runter, okay. Jawohl. Looking good. Na, na, da komme ich nur wieder zurück. Das will ich ja nicht. Das kenne ich noch, das Spiel. Hm. Diesmal nicht. Diesmal nicht, Windkopf. Diesmal nicht. Hat er sich jetzt eigentlich auch gedreht? Nö. Doof. Ah, sind wir wieder hier, ne? Schön. Hier war ja auch eine Sackgasse, glaube ich. War da. Ah, Duran hat seinen ersten Schaden bekommen. My little damage, my little damage. Ah, sehr gut. Hier, hier, hier. Auch Duran darf mal einen Bonbon essen. Jetzt hat er sich regelrecht verdient. Ich feiner Duran. Ja, fein. Ich mal ein Bonbon. Ja, ich fein. Ich weiß aber echt nicht, wo ich hin soll. Gibt's gar nicht mehr so viele Wege, die offen sind, ne? Höchstens hier noch irgendwo. Ich meine, da kommt ja auch bald die Goldstatue. Da unten links, meine ich, ne? War doch richtig. Nach unten links müssen wir. Aha. Bin ich gut oder bin ich gut? Ah, ich bin fantastisch. Ich weiß das. Weil ich toll bin. Ja, ich will speichern. Sehr, sehr schön. Aber irgendwie bewegen wir uns laut Map in die falsche Richtung. Ich weiß auch nicht. Notfalls gucke ich das nochmal nach, Leute. Notfalls gucke ich das nochmal nach. Doch, wir sind richtig. Seht zum Himmel, ist das das Gottbiest? Nein, das ist Luffy, den du selber gerufen hast. Das war allerdings nur für die Stimmung, oder? Ah, es ist lustig von dir, Lies. Es ist sehr, sehr lustig. Was haben wir gelacht? Ich war fantastisch. Wohin fliegen wir? Das hast du von da auch gesehen. Warum fliegst du den ganzen Weg außenrum?
man weiß es nicht. Oh, das war ja gar kein Scherz. Das ist wirklich das Gottbiest. Danke, Art. Ah. Nee, ich will hier bleiben. Schutzrauf. Schutzrauf mache ich erstmal. Dann sehen wir weiter. So. Eigentlich sollte ich bei Schutzrauf mit Lies anfangen. Die hat die schwächste Verteidigung von dieser Gruppe. Dann werde ich auf jeden Fall noch Geist hochwachen, weil wegen... Ja, weil wegen gute Idee. Da fange ich bei Dürren an. Da ich da die höchste habe. So relativiert sich das alles. Ich wünschte, man hätte irgendwo eine Anzeige für die Buffs. Das wäre total gut. Na, ist richtig. So. Dann mache ich jetzt Kraft drauf und fange bei Hawk an, weil der die niedrigste Angriffskraft hat. Das wird wehtun. Allerdings nicht so sehr, da ich ja auch nicht gerade Geist drauf gebracht habe. Hawk, bitte. Die Musik ist geil. Oh. Das ist richtig gut. Und, Hawk, du kannst mal deine Jutsu spammen. Das sieht schmerzhaft aus. Au! So, Wasser-Jutsu war... Angriff. Angriff sinkt. Sehr gut. So, erstmal auf Hawk, weil er die wenigsten Lebenspunkte hat. So, voll durchgebufft. Dann können wir endlich angreifen. Oh Gott, es wird Zeit für Massenbuffs. Echt. Drei, vier Zauber und gut ist. Statt 9 bis 12. Und du buffst. Heizt weiter. Jetzt auf Lieschen. Und du kannst mal. Feuer, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das sieht gut aus. Magieeffektivität gesunken. Sehr gut. Huch. Ich darf mal wieder nicht auf Hawk. Ja gut, der ist in der Angriffsanimation. Er hat Jutsu. Aua. Oh, das tat gar nicht weh. Treffen und Ausweichen sinkt. Ah, doch, war richtig. Und dann noch einmal die Shuriken und das war's dann. Der tut immer noch weh. Aber jetzt geht's eigentlich mit den Buffs. Sprachliche und Duren hatten wir 135. Schön. Ah doch, das Gottbiest sollte sehr gut laufen. Also Strategie ist immer sehr ähnlich. Erstmal komplett durchbuffen, durchheilen, wenn es benötigt wird. Und mit Hawk dann die Sachen draufballern, die nicht absorbiert werden. Also klar, beim Windbeast würde ich jetzt definitiv keinen Donner-Jutsu benutzen. Das wäre eine saudämliche Idee. Sagen wir es so. Sagen wir es so, wie es ist. Okay, Phase 2. Ich weiß nicht, ob die Buffs noch da sind. Ich gucke gerade an den Schaden. Oh yeah. Jetzt stehen wir bei Luft hier auf dem Kopf. Ich teste das gerade mal an Hawk mit Kraft drauf.
Ich will nicht wieder komplett durchbuffen müssen. Greif an! Oh Gott, ja, die Buffs sind weg. Okay, Schutz drauf. Lieschen. Okay, das wird anstrengend, Leute. Dann erstmal Wasserjutsu. Eieieiei. Ja, das ist das halt. Die Buffs dauern echt lange. Das ist gerade voll der Boss Rush. Ja. Oh. Läuft aber hervorragend. Der Schaden hält sich absolut in Grenzen von ihm. Und von uns ist er natürlich total bombastisch. Au, au, au. Das sieht aua aus. Und Lufti denkt sich auch, nichts passiert. Hawk. Hawke die Hawk Hawk. Ich muss Geist drauf buffen. Ich fange bei Durin an. Au. Das wird doch irgendwen fast töten. So. Durin hat gerade seinen Buff bekommen. Kann dementsprechend das heilen. Das darf er auch direkt mal tun. Denn der Ork. Der Durin, der ist schon ein großer Junge. Apropos. Apropos Hawk. Hier sind nur noch im Casten. Eieieiei. Geist drauf. Dann auf Hawk und dann sofort auf Diesel. Und du musst nochmal Hawk heilen. Jetzt können wir nochmal Kraft drauf für Lise und Durin. Au! Was tust du mit Lufti beim Casten? Guckt euch das an! Zack! Kraft drauf. Erstmal bei Lieschen. Lies. Da! Voll in den Hals gestochen. Durin, du Drecksau, das ist unser Freund, unser Kumpel. Unser allerbestigster Kumpel-Homie-Freund. Yo. Shuriken. Shuriken habe ich auch noch vergessen. Und Durin darf noch mal Kraft drauf bekommen. Der tut noch nicht genug weh. Boah, Kampf mit zweimal durchmachen. Oh, das dauert. Oh. Okay, jetzt können wir endlich in Ruhen angreifen. Voll so tun wir doch richtig weh. Au, 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 au. Oh. Das war absolut in Ordnung. Du machst natürlich deine Gewitter-Donnerball-Kombo. Die tut weh. Einmal die Lies. Aber die Heilung kommt schön schnell durch immer noch. Durchaus. Okay. Jetzt fehlt, glaube ich, tatsächlich gar nicht mehr so viel. Leute, habt es bald? Ihr dürft gerne mit angreifen. Was ist los mit euch? Drei Phasen. Nee. Ich hau jetzt nur noch drauf. Dementsprechend einmal Kraft drauf für Hawk und dann reicht mir das. Und ich glaube, ich senke mal seine Verteidigung mit
Feuerjutsu? Nee, Wasser. Wasser war es. Da muss ich zwar ein bisschen mehr heilen, aber das ist okay. Zum Beispiel Hawk, der beim nächsten Zauber wahrscheinlich so abnippeln würde. Okay. Da kommt nochmal ein saftiger Schaden bei rum. Du darfst dich selber auch nochmal gerne heilen. Ja, die Folge ist schon gut wie vorbei. Aber ich glaube, ich mache den Boss gerade noch, Leute. Ich kann auch nicht einfach hier Stopp machen. Dreistufiger Schnitt. Verpass ihm den Haarschnitt seines Lebens. Ich hätte ein bisschen weniger buffen können. Ja, die Folge besteht jetzt auch aus Buffen. Okay, das ist unangenehm, glaube ich. Sieht nicht so unangenehm aus, aber tut verdammt weh, aua. Eieieiei. Da kriegt jemand einen Walnuss. Hier, du Run. Okay. Uiuiuiui. Multi hier braucht so langsam auch Zeit. Au. Au. Ja, gut, dass Lies am meisten Magieverteidigung hat. Das übersteht sie nämlich sehr, sehr gut. Okay. Na komm, gib den Löffel ab. Der hat 4 Leben, wie es scheint. Der hat ja auch 3 Phasen. Ich hoffe, es sind 3. Aber der Kampf ist cool. Der Kampf ist richtig cool. So, hock direkt hoch rein. Unbedingt. Die beiden Jungs haben nämlich nicht allzu viel Magieverteidigung. Das wird wehtun. Auch das wieder. Na los, 4 hat er nicht mehr. Ja, Duran ist halt immer noch sehr anfällig gegen Magie. Es gibt aber Schilde, die Magiewirkung um 30% senken. Und diese Magiesenkung funktioniert nicht. Hat er jetzt noch eine... Der hat noch eine Phase. Reicht's jetzt bald mal, oder was? Dann werde ich jetzt aber bitte die letzte. Leute. Ich heile noch mal ganz kurz durch, bevor ich das vergesse. Diese kriegt eine Schoki. Und dann soll es mir auch für heute reichen. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin einen wunderschönen Tag. Tschüss.